Stell dir mal vor, du bist schon 8-mal umgezogen, hast vor jedem Umzug kräftig ausgemistet und wenn du deine Freunde anrufst und sagst, ich ziehe um, stört die das gar nicht. Die wissen nämlich, dass du sie nicht zum Kistenschleppen brauchst. Sie kommen aber trotzdem vorbei. Du hängst auch schon gar keine Bilder mehr auf. Da könntest du ja direkt schon die Spachtelmasse zum Verputzen daneben stellen, um die Löcher wieder zuzumachen. Und jetzt sitzt du da mit deinen 3,5 Sachen und deine beste Freundin, die in einer der schönsten Gegenden Deutschlands wohnt, ruft dich an und sagt, ich gehe auf Weltreise. Passt du auf meine Wohnung auf? Ist klar, wie du dich entscheiden würdest, oder? Und jetzt die ganze Wahrheit. Ich bin Thorsten Kolsch, 34 und wohne aktuell in Blankenese in der Wohnung meiner besten Freundin, die gerade auf Weltreise ist. Sie düst durch die Welt und ich schlafe jeden Abend im selben Bett. Es zermürbt. Und die wöchentlichen Skype-Calls sind eine ziemliche Qual. Ich würde sogar sagen, eine sehr fortgeschrittene Geduldsprobe für die Freundschaft. Naja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Anja und ich sind unzertrennlich. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Jeden Morgen bin ich ins Büro gefahren und habe mich gefragt, was ich an meiner Situation ändern kann. Es gibt ziemlich viele Leute, die online arbeiten, online selbstständig sind und kein Büro brauchen. Zumindest kein festes. Sie nennen sich digitale Nomaden. Und ich beschließe, diese Leute kennenzulernen. Die kommenden Wochen sind wie Achterbahnfahren. Ich lerne die bekanntesten Digitalnomaden Deutschlands kennen, ich besuche die erste digitale Nomadenkonferenz in Berlin und schaue mir das alles mal ganz genau an. Am Ende werde ich wissen, ob ich auch meine Sachen packe und zu Anja sage, Welcome home, hier ist der Schlüssel und jetzt bin ich mal weg.